war es besonders kalt. Auf den Straßen lag dicker Schnee. Trotzdem sattelte Martin sein Pferd und führte es aus dem Stall. Und als er so durch die Straßen ritt, begegnete ihm kein Mensch. Nicht einmal ein Hund trieb sich noch draußen herum. Allen war es viel zu kalt. Martin trieb sein Pferd an. Beim schnellen Ritt würde ihnen beiden warm werden. Doch plötzlich zügelte Martin das Pferd. Lag da etwas im Schnee am Straßenrand? War es ein Tier oder war es ein Mensch? Vorsichtig ritt ich mit Martin näher. Und da hörte er ein leises Stöhnen. Und als er sich niederbeugte, erblickte er einen Mann. Der wimmerte vor Kälte. Es war ein Bettler, der auch in dieser kalten Nacht kein Haus gefunden hatte, in dem er sich wärmen konnte. Martin zögerte nicht lange. Er griff nach seinem Schwert. Er nahm seinen Mantel von der Schulter. Er packte das Schwert und schnitt damit seinen eigenen Mantel mitten durch. Hier, nimm meine Mantelhälfte und hülle dich darin ein. Mehr habe ich leider nicht, was ich dir geben könnte. Danke, sagte der Bettler ganz leise und wickelte sich in den warmen Mantel ein. Martin aber legte die andere Hälfte um sich, trieb sein Pferd an und ritt davon. Und als er sein Pferd in den Stall brachte, rieb er es tüchtig mit einem Mantel ab. Er rieb so lange, bis das Pferd warm war. Er geriet richtig dabei im Schwitzen. Dann ging er erst in sein Zimmer und legte sich schlafen. Und ich muss auch meinem Pferd mal danken. Denn jedes Jahr trägt es mich geduldig und treu durch die Buschdorfer Straßen und wir haben schon eine richtige Freundschaft geschlossen. Sie fühlt sich wohl hier in Buschdorf und kommt jedes Jahr gerne wieder. Es ist jedes Jahr dasselbe Pferd, seit vielen Jahren. Dankeschön. So, Kinder. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg und auch ein bisschen Erfolg beim Schnörzen in eurer Nachbarschaft. Macht's gut. Auf Wiedersehen, bis nächstes Jahr.